Guten Abend. Grüß Gott, Herr. Oh, da haben Sie etwas ganz Besonderes mitgebracht. Erzählen Sie uns was drüber. Ein Uhrenmännlein. Das Uhrenmännlein, das gibt uns Rätsel auf. Und zwar insoweit, als zwar die Spindeluhrwerk ziemlich einfach zu identifizieren ist, aber wo dieses Männlein herkommt und wie alt es ist, das ist mir völlig unklar. Und ich habe auch nirgendwo was dazu gefunden. Mhm. Ja, jetzt müssen wir das mal anschauen. Wir haben also eine geschnitzte Figur in einem Kostüm des so ungefähr 17. bis frühen 18. Jahrhunderts, steht auf einem kleinen Sockel, der marmoriert ist. Er hat schwarze Schuhe, gestreifte Strümpfe, schwarze Hose, ein rotes Jackerl, das vielleicht ein Justochor sein soll, hat aber komischerweise einen Kragen, der so aus dem 16. Jahrhundert stammt. Wenn Sie nach Norddeutschland gehen, so haben die Pastoren noch solche Kragen um. Dann greift er sich an den Hut, das muss man mal nach vorne zeigen, greift sich an den Hut, um ihn zu lüpfen. Solche Figuren gibt es in der Commedia dell'arte und in der in den sogenannten Hanswurstiaden. Das sind Sachen gewesen, die man im 17. und 18. Jahrhundert auf dem Marktplatz aufgeführt hat. Da kamen irgendwelche wandernden Truppen, haben ein paar Bretter hingemacht, einen Lappen davor und dann haben sie schreckliche Sachen, wo man sich totlachen konnte. Also immer wurde einer verprügelt, es war immer gehörnter Ehemann und immer eine fremdgehende Ehefrau und ein furchtbares Dienstmädchen und so weiter. Und da gab es eben den Hanswurst. Und das ist die Figur des Hanswurst. Warum nun ausgerechnet Hans Wurst eine Uhr im Bauch hat, das kann ich Ihnen auch nicht so sagen. Also es ist erstes Mal sehr unüblich, dass man Zifferblätter hat und nachher rundherum eine große Blende, die nicht verziert ist oder gar nichts. Das macht man nicht. Ja? Zweitens, wenn man sich die mal genau anschaut, dann haben wir hier ein Oval. Und wenn man hier genau schaut, dann geht dieser Bauch hier weiter raus. Aus meinem Empfinden gehört eigentlich eine komplett runde Platte drauf. Ja. Ja. Und ich vermute, aufgrund dessen, dass dieses Uhrwerk ursprünglich nicht in diesem Bauch drin war. Auch mit deswegen, weil Sie diese Platte, Sie sehen, hier haben wir eine Bohrung, hier haben wir eine Bohrung, hier ist ein Loch, da unten ist ein Loch. Ja. Wir haben sehr unterschiedliche Befestigungen. Wir haben hier eine Schraube und hier unten eine Schraube und hier oben einen Haken. Ja. Und jemand, der was ordentlich bauen will, der macht sowas nicht. Ja. Das Uhrwerk selbst ist auch recht alt, gute 200 Jahre alt sicher, aber einfach und passt wunderbar hinten rein, aber es passt irgendwie doch nicht durch das vordere Zifferblatt. Ja. Des Weiteren kann man eigentlich nicht Sicherheit sagen, ob da wirklich ein Vorderzappler drin war oder ob das mal ein Spindeluhrwerk mit Unruh drin war. Was wir hier hinten noch sehen, wir suchen ja auch immer nach Nummer, nach Herstellerzeichen und sowas, aber hier ist definitiv ein F und ein 124 eingemalt. Es ist so, dass normalerweise Uhrmacher, die sowas reparieren, immer Nummern reinmachen in ihre Uhren, sei es irgendwo auf dem Uhrwerk verewigen oder sei es eben im Gehäuse, so wie da. Wahrscheinlich ist das ein Reparaturzeichen gewesen von jemandem. Also, wie gesagt, es ist ein wunderschönes Stück, wo ich glaube, dass man einfach als Mariage bezeichnen kann. Es kann eben sein, dass ursprünglich eine frühere ovale Uhr drin gesessen hat und man später, die haben ja keine Ganggenauigkeiten gehabt, es wurde ja immer besser mit der Zeit und dass man dann später die herausgenommen hat, vielleicht war sie auch schön kostbar, kann ja auch gewesen sein, und hat dann dieses verhältnismäßig einfache Werk auch hineingesetzt. Das Werk ist ja einfach, ja. Ja. Aber wie gesagt, wir haben gerade gehört, er hat gesagt, es ist 18. Jahrhundert, diese Uhr, dass der Hans Wurst ist mindestens 18., könnte aber auch Mitte 17. Jahrhundert sein, dann würde eine frühere Uhr ursprünglich drin gewesen sein. Das können wir aber nicht lösen. Und jetzt wollen Sie bestimmt gerne wissen, was es trotzdem wert ist. Ja, so ungefähr. Also ich denke, mit 500 Euro ist man, glaube ich, dabei. Das ist sehr unruhig. Ja, es ist was Besonderes, was Seltenes, was Witziges auch. Nicht? Gut. Haben Sie vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zeigen. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.